Hallo und willkommen zur dritten Folge, ich glaube dritten Folge von Risen. Wir sind jetzt gerade hier oben den Hügel runtergelaufen, kam hier unten an bei dieser Farm. Sieht mir nach einer Farm aus hier. Korn, kann ich den irgendwie? Ah, guck an. Wir können ihn pflücken. 2 von 10? Ein Ruhm von 10? Ich glaube, da war irgendwas, ne? Huhn? Ah ne, das kann ich nicht pflücken. Warum kann ich das Huhn nicht pflücken? Korn, 6 von 10? Ich brauche noch welche. Hier ist noch Korn. Hier auch bestimmt, oder? Jawohl. Brauche halt immer noch 2 Korn. Sind die auf dem Feld? Nicht? Ich muss da drüber. Gibt's hier Korn? Servusle. Du hast hier keinen, ne? Hä? Ja, entschuldigen Sie, wollen Sie mich verarschen? In der Reihe ist nichts. Oder ist hier hinten noch was? Mich triggert das jetzt mal von 10. Huhn? Hast du was gesehen? Nicht? Jetzt auf der anderen Seite. Okay. Wenn die Hühner nichts gesehen haben. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass das auf denen Feldern sein muss. Da, 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 da. Sag ich doch. 9. Ach nein, wir brauchen noch einen. Ja. Guck mal. Questerfolg. Questerfolg? Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Ja, bin ich. Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Bin ich, Bruder. Wer hat hier das Sagen? Bruder Tristan. Du findest ihn meistens vor dem Bauernhaus. Er hat die Verantwortung für unser... Ah ja. Nee, warte. Das habe ich noch nicht. Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellos Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tello hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Oh, verdammt. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Oh, wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Ja, machen wir. Abgemacht. Heiltrank ist das Korn von deinem Feld. Haben wir schon. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht. Geh auf mein Feld und wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Wir sollen auf dein Feld und dann, ja. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Bitte. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger? Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht doppelt gehört. Wenn ich du wäre, würde ich mich das war ein bisschen laut. Verstehe. Okay, ich muss aufpassen, wer und wo kommt. Kann ich mit F5 schnell speichern? Leider nicht. Kann ich das irgendwie einstellen? Spiel? Schnell speichern zufällig? Nee. Okay, egal. Passt schon. Alles gut. Du bist dieser Bruder Tristan, okay. Das ist eine Quest ist.
Bist du einer? Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Ah, okay, du bist der Unsympathische. Okay. Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Na, du bist gar nicht so unsympathisch. Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Benny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lange, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt. Das Leben genießen, Bruder. Hallo. Was ist bei dir los? Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. 1, 2. Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet. Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Das ist leider so. Komm, hungrige Wölfe, mach mal. Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst, aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Ist das jetzt ein Zeitlimit? Ich speichere mal kurz. Wenn das nicht anders geht, dann machen wir das so. Bap. Bab. Bab. So, Freunde. Was ist jetzt Richtung Norden? Ist das hier lang oder? Guck mal, die haben sogar Hühners. Ne, die hatten davor schon Hühners. Was ist das? Moin. Keiler. Aha, ein. Hallo. Hallo, hallo, Freunde. Tschüss. Tschüss. Wow. 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 Was zum Geier. Ne, fortsetzen ist dumm. Spiel. Laden. Okay, die Route ist nicht so geil. Ich hoffe, das ist nicht der Weg dahin. Vermut's halt irgendwie schon. Vielleicht gehen wir doch erstmal irgendwo hin. Zu so einem Kran und kommen später wieder. Oder ist das wirklich jetzt mit Zeitlimit? Das wäre echt mies. Habe ich irgendwo einen Questlog? Für ein Schiffbrüchige. Okay. Dim,
Streich mich einfach jetzt mal so. Ach, verdammt. Tschüss. Kann ich eigentlich gegenrennen? Okay, er kommt nicht. Ich brauche halt echt eine Rüstung. Ich mache Schaden, aber die machen halt 2-3 Hits und dann ist Feierabend. Kann ich euch vielleicht ein bisschen kitzeln? Hallo? Ja, ich bin aber weg, ne? Warum machen die hier alle Schaden? Hallo? Du da oben? Ich geh mit dir mit. Wir gehen zu dem Marienlager. Ich werd verfolgt, oder? Geht weg. Bitte. Was macht er? Also, er setzt sich. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem. Folge mir. Finde ich gut. Das ist nicht normal hier. Ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen. Kannst du kurz warten? Wie viel bringt er? 75. Ich glaube, das wäre jetzt trotzdem ganz gut, ne? Komm, nimm ein. Ist egal. Worauf wartest du? Großer Sumpf. Okay. Ja, ich bin dabei, Bruder. Ich bin direkt hinter dir. Komm mit! Ja, ich pass auf. Ich gehe jetzt mal noch nicht pflücken. Boah, ich hoffe, du kriegst das in der Grundrüstung. Das wäre so perfekt. Da! Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Zum Sumpf. Bin ich vom Level her zu niedrig? Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe dann mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Mach's gut, mein Freund. Wir sind hier entlang. Ich speichere nochmal. Sorry, es ist jetzt gar ein bisschen Sicherheit, aber ich weiß, es gibt auch automatisch Speichern. Alles eine, guck an. Dann nutzen wir noch den. Au. Okay, nee, das ist schon dicht gemacht. Warte, hier kommt Hilfe! Du bist Hilfe. Hey, du, wo willst du hin? Ha, besiegt. Können wir nicht einfach höflich sein? Ich schau mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. In letzter Zeit sind einige von uns von Rotzwürmern gefressen worden. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Stadt. Ja, bitte. Damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Nein! Was wollt ihr alle mit Waffen? Ich brauche eine Rüstung. Bitte, Leute. Jetzt habe ich mittlerweile ein normales Schwert. Nicht mal mehr so ein Entermesser oder was das war. Und jetzt kommt bei der nächste mit der Waffe. Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Ich glaube, ich nehme die Axt. Bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, da auf dem Norden?
Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesen Burren drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Will mir... Okay. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. Aktuell. Später, mal sehen. Wir gucken mal hin. Ist hier was zum Looten? Nee. Schade. Aber wir gehen mal weiter. Gibt's hier Wachen? Nee. Doch, ihn. Hallo. Hallo. Was ist? Was machst du hier? Wache schieben. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du nicht mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Ja gut, hat er nicht ganz unrecht. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Sehr gut, jetzt kenn ich mich aus. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da. Mir geht die gar voll auf den Sack, Alter. Es tut mir eigentlich ein bisschen leid, aber naja. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wer hat hier das... Der Don. Der Don. Ha! Ja? Der Kerl im Tempel. Ach. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah, 30 Gold? Das ist ja Wahnsinn. Kannst du mich trainieren? Ah, weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Nee, danke. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf. Für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Mach weg die Dinger. Seilrolle? Ah, zum Hinsetzen, okay. Wir unterhalten uns leider so ein bisschen, ne? Also nicht wundern. Wir sind ja neu. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wie war's denn? Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Okay, dann cool. Wie heißt du? Dominico. Nee. Domingo. Domingo und du? Ricardo. Ricardo und Domingo. Und du bist der Handlanger. Du bist Sam? Hallo. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. Ha. So. Na, Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht.
kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Glaube ich. Du bist kein Holzfäller, oder? Nein, auch wenn es vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger. Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Brogar nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Brogar? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Denke ich auch. Ich glaube, Brogar treffen wir noch. Du sägst Brogars Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an... Warum? Sorry. Ich hab mich mit ihm angelegt. Ich ganz auf die Maustaste. Jetzt lässt er mich dafür bluten. Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Hallo? Ich war noch nicht fertig mit dir. Ja, nee, bei den Jägern machen wir nicht mit. Falls wir da wirklich mitmachen können. Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. Okay. Wer ist Brogar? Du. Ja, klar. Hallo. Hey, kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, mit mir zu reden. Was ist dein Problem? An deiner Stelle würde ich wieder meine Schaufel greifen und weiterarbeiten. Nee, das erste nehmen wir nicht. Ich bin kein Arbeiter. Bist du nicht? Sehr gut. Dann bist du ab jetzt mein Lakai. Ich hab Hunger. Bring. Aber beeil dich, sonst komm ich dich holen. Wer soll mir das Fleisch holen? Von wem? Habe ich wieder wahrscheinlich weggedrückt, ne? Weil ich bin Profi. Der immer die Hand zum Maus nimmt und dann aus der Rosität drauf drückt. Wie sehe ich das jetzt? Habe ich jetzt wie gesagt Questlock? Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen. Wo ist der Questlock? Questlock ist wo? Weiß es nicht. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Auf L. Vielleicht nehmen wir mal L, ne? Questkarte habe ich keine. Oder wie? Von Köchin Rachel. Die Rache. Machen wir erst den Brogars an Zeug. Bist du? Und dann plaudere ich mit denen. Oskar? Ah, noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Du bist... Jetzt werd mal nicht frech. Dir wird doch jemand gesagt haben, wer ich bin. Ich bin Rachel, die Frau des Don. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Wenn du dich hier nicht benimmst, kommst du ins Loch, verstanden? Hier, nimm ein Stück Fleisch und dann geh wieder an die Arbeit. Brogar will eine gebratene Keule Fleisch. Und er hat dich losgeschickt, um sie ihm zu bringen, was? Ich hab dir schon was gegeben. Was du damit machst, ist deine Sache. Ich hab noch Fleisch. Also kann der Brogar ruhig das Stück haben. Hätte ich ihm vielleicht meins geben können? In welche Richtung muss ich jetzt? Da runter. Hätte ich ihm meins geben können? Weil ich habe ja eigentlich schon welches gehabt. Ein schönes Datum durch. Hier ist dein Fleisch. Das wurde aber auch Zeit. Das nächste Mal ein wenig schneller, ist das klar?
Ich suche Arbeit. Was soll ich denn mit so einer halben Portion wie dir anfangen? Gib mir deine Waffe und deine fette Rüstung und ich zeig dir, wer hier die halbe Portion ist. Ganz schön vorlaut, du Bürschchen. Na gut, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Phil und Clay, zwei meiner Jungs, sollen im Osten beim Sumpfbauern abwechselnd Wache schieben. Clay, das faule Schwein, liegt aber schon ziemlich lange am Lagerfeuer herum. Geh doch mal hin und versuch, die Sache zu klären, bevor Phil da oben beim Sumpfbauern vergammelt. Bin mal gespannt, wie du das anstellen willst. Okay. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Tatsächlich? Dann beweg dich. Der Sumpfbauer ist im Osten. Ja, wie gesagt, ich glaube, der könnte mir Rüstung geben. Im Osten? Hier drüben direkt. Ich stehe richtig. Hier? Eine Mana-Pflanze. Finde ich gut. Finde ich gut, da kriegen wir die Mana-Pflanze. Wer war das? Handlanger, dann wahrscheinlich der, ne? Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Du hast bestimmt noch was... Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Es sind schon zu viele. Ist das nicht das gewesen? Oder war es jetzt doch darauf bezogen? Wie hieß der Typ gerade eben? Clay, der am Feuer rumhängt, Phil im Osten. Clay, der am Feuer rumhängt. Lange. Clay, der am Feuer rumhängt. Phil im Osten. Hä? Ich muss sagen, so die Folge beenden, aber irgendwie. Wer bist du? Hawkins? Hi Pflanze! Hi! Eine Bank. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe schon, aber ich komme nicht drauf, worum es sich geht. Schade, jetzt kann ich nicht das Ding auswählen. Keine Ahnung. Das hier ist doch das einzige Feuer. Da liegt noch eine. Clay? Ist das der? Kann ich nochmal kurz gucken? Ich sorge dafür. Clay. Okay. Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Was machst du hier? Blöde Frage, schieb hier Wache. Ja klar, das sehe ich. Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Hm? Verpiss dich! Sympathisch. Hier hast du Gold und jetzt beweg dich. Gold, sehr gut, her damit. Leg noch mal 10 drauf und wir kommen ins Geschäft. Willst du mich verarschen? Und der hat so eine Rüstung, guck dir das an, das schaffe ich nicht. Was soll ich versuchen? Beweg deinen Arsch, oder was? Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Ich glaube, das geht schief. Zeig mal, was du kannst. Ich sag doch, ich glaube, das geht schief. Gold kann man immer gebrauchen.
Kann ich nochmal laden? Spiel laden. Automatischer Speicherstand. 8 Minuten, 23 Minuten. 15.20 Uhr, das ist aber auch schon ein bisschen her, Leute. Was ist? Hast du immer noch nicht kapiert, wer hier der Bessere ist? Na, dann zeig mal, was du kannst. Nein, jetzt kämpft ihr euch schon wieder. Gold kann man immer gebrauchen. Okay, wenn du den anderen Speicherstand, ich spiel kurz wieder bis dahin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.